Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate hier auf diesem Kanal. Heute geht es von der 6., wo wir das letzte Mal aufgehört haben, bis zur 9. Schwangerschaftswoche. Aktuell bin ich nämlich schon fast in der 11. und habe die 10. Woche fast vollendet. Und deswegen dachte ich mir, ist es mal wieder Zeit für ein neues Update, denn es ist wirklich viel passiert in dieser Zeit. Und alles weitere seht ihr in diesem Video. Ich hatte natürlich meinen zweiten Frauenarzttermin. Der ist jetzt schon über eine Woche wieder her, also wirklich krass, wie die Zeit vergeht. Ich wollte jetzt einmal kurz über den Frauenarzttermin berichten. Wie war es? Was ist so passiert? Und was hat die Frauenärztin gesagt? Und dann gibt es natürlich noch ein Ultraschallbild für euch. Natürlich, den Mutterpass haben wir ja schon länger. Das habt ihr in dem Schwangerschafts-Frauenarzttermin-Vlog gesehen, in dem ersten. Dass wir den Mutterpass schon bekommen haben. Und zuerst wollte ich dort auf das Thema Risikoschwangerschaft eingehen. Ich habe im letzten Video gesagt, dass ich eine Risikoschwangerschaft habe und eingetragen bin. Das steht auch im Mutterpass drin, das kann ich euch gerne zeigen. Denn einige Leute meinen, sie müssten mir das nicht glauben und meinen, ich würde nur Aufmerksamkeit wollen. Ja, da wollte ich kurz einmal darauf eingehen, warum sollte ich Aufmerksamkeit dadurch wollen? Also, was habe ich davon, dass Leute denken, ich habe eine Risikoschwangerschaft? Fühle ich mich dadurch toller oder macht es Klicks? Ich habe es ja nicht mehr irgendwie in den Titel reingeschrieben. Oh mein Gott, ich habe eine Risikoschwangerschaft. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand da draußen ist, der sich über eine Risikoschwangerschaft freut. Der kann es ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich denke da wirklich nicht drüber, dass es da irgendjemanden gibt, der sich darüber freut. Und deswegen finde ich es einfach unter aller Sau, das mir zu unterstellen, dass ich das nur sage, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Ich habe eine Risikoschwangerschaft einmal, weil meine Schilddrüse einfach noch nicht eingestellt ist. Ich nehme 25er. Einige, die die Tabletten nehmen, wissen, was ich meine. Und die Tabletten müssen einfach noch eingestellt werden. Ich habe jetzt in einer Woche einen Termin zum Blut abnehmen. Da wird geguckt, okay, wie ist es im Moment? Und danach muss ich eventuell auch eine andere Tablette nehmen. Und es ist einfach Aufwand, viel Arbeit und einfach auch Risiko. Und dazu kommt, hat meine Frau letztens mir gesagt, dass ich so dünn und klein bin. Das kann dazu führen, dass das Kind früher kommt und dadurch werde ich am Ende der Schwangerschaft einfach öfters kontrolliert. Das beinhaltet auch diese Risikoschwangerschaft. Ja, ich wiege 45 Kilo und bin 1,65 groß, also viel ist da wirklich nicht. Und dementsprechend, ja, das Kind wiegt nachher 3 Kilo, ist in mir drinne in so einem kleinen Mini-Bauch, weil viel wird da auch nicht kommen, weil ich einfach so klein bin. Und deswegen hat meine Frau letztens gesagt, bin ich Risikoschwangerschaft eingestuft. So, dann geht es natürlich nur Frauenarzttermin allgemein. Wir haben zuerst natürlich Urin abgegeben, wie immer. Und danach sind wir eben ins Behandlungszimmer. Sie hat gesagt, wir gucken mal, wie doll das Baby gewachsen ist. Und tada, 1,06 cm das Baby gewachsen. Das ist wirklich krass. Und sie meinte auch, in 12 Tagen ist das wirklich ein sehr guter Wert. Genau, das ganze Baby ist jetzt eben 1,62 cm groß. Und wir waren dort in der Woche 9, wurden aber wieder zurückkorrigiert. Und so sah das Ganze aus. Ich weiß nicht, einige Leute sehen schon wieder gar nichts drauf. Also, das hier ist der Kopf. Das ist der Dottersack. Dieser große Kreis, den ihr da seht, ist der Dottersack. Das hier ist der Kopf mit diesem schwarzen Punkt. Das da ist ein Arm, was da so rumbaumelt. Und hier hinten, das ist eben der Körper. Und hier hinten sieht man eben noch so ein ganz, ganz kleines Beinchen. Genau, so sieht das Ganze aus. Und im Ultraschall hat man auch gesehen, dass es gezappelt hat. Also es hat sich total viel bewegt und war wach. Und ich habe das gar nicht erst gesehen. Ich habe das total ignoriert. Also ich weiß, ich habe halt auf diesen Bildschirm geguckt und habe geguckt und geguckt und geguckt. Und dann meinte mein Freund eben, oh mein Gott, es hat sich bewegt. Und die Frauenärztin meinte auch, oh ja, da ist hier jemand wach. Und es hat sich dann so einmal um 360 Grad gedreht, also einmal komplett um sich selber rum. Das war richtig krass, das hat man auch total gut gesehen. Und danach ist er eben direkt wieder eingepennt, so eine kurze Sportübung und dann schläft es wieder ein sozusagen. Die Frauenärztin hat nämlich versucht, das nochmal aufzuwecken, hat da irgendwie rumgestochert mit dem Ultraschallgerät, aber das wollte nicht mehr. Es hat einfach keine Lust mehr gehabt, aber es hat ihr auch gereicht. Sie hat eingetragen im Mutterpass, dass es Kindsbewegung hat, dass das Herz hat super geschlagen, das haben wir richtig gesehen, dass es wieder geschlagen hat und ist auch richtig groß geworden. Alter, das ist so wirklich krass. Und ich glaube, das war alles zum Frauenarzttermin.
Blutwerte sind alle gut. Nur Toxoplasmose bin ich nicht immun gegen. Das ist wirklich sehr schade, weil ich habe Katzen. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Aber ich mache alles, was ich machen kann, damit eben nichts passiert. In 4 Wochen haben wir das Ersttrimester-Screening, also wirklich der große Ultraschall, wo die Nackenfaltenmessung gemacht wird. Ich bin ziemlich aufgeregt, aber im Moment hält es sich allgemein wirklich sehr in Grenzen. Also ich bin total gechillt, ich vergesse richtig oft, dass ich schwanger bin. Also ich weiß es manchmal gar nicht. Ich weiß nicht warum, also ich habe das irgendwie so ein Gefühl, dass ich manchmal denke, oh, ich bin ja schwanger. Was nicht was Essen angeht oder so, sondern einfach, ja, einfach so mittendrin am Tag, oh, ich bin ja schwanger, verdammt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich vergesse es einfach manchmal. Was ich aber auch gut finde, das heißt, ich mache mich einfach nicht mehr so verrückt wie am Anfang. Dem Baby geht's gut. Warum sollte es dem Baby auch nicht gut gehen? Und deswegen alles paletti. Jetzt geht es so ein bisschen um mich. Wie habe ich mich verändert? Was habe ich für Symptome? Was merke ich derzeit? Also ganz schlimm ist die Müdigkeit. Wirklich. Also ich schlafe jetzt weniger, aber 6., 7., 8. Woche war das so schlimm, dass ich immer Mittagsschlaf brauchte. Ich brauchte immer meinen Mittagsschlaf. Das hatte ich vorher nie. Ich war richtig wach durch die Schule auch, weil man immer trainiert um 6 aufstehen und den ganzen Abend durchmachen. Also bis 22 Uhr ungefähr. Und ich war nie müde. Ich konnte sonst was am Tag machen. Ich war nie kaputt. Und jetzt merkt man einfach, dass man, wenn man ein bisschen länger auf den Beinen ist, dass man eben auch richtig müde wird. Ich brauche um 13 Uhr immer meinen Mittagsschlaf. Sonst werde ich einfach unerstehlich. Ich habe letzte Woche, waren wir am Hamburger Flughafen und haben so eine Rundfahrt gemacht. Und ich habe es einfach so gemerkt. Diese Vorführung, und dann sind wir mit dem Bus über den Flughafen gefahren und ich war einfach so müde. Ich konnte es fast nicht mehr aushalten. Ich wollte schon schreien, weil ich unbedingt schlafen wollte, aber es ging einfach nicht. Und ja, das habe ich wirklich sehr extrem. Die letzten 3-4 Tage ist mir so aufgefallen, dass ich das gar nicht mehr habe, also zumindest nicht mit dem Mittagsschlaf. Außer wenn ich wirklich viel gegessen habe. Wenn ich viel gegessen habe, dann wird mir übel. Und dann denkt mein Körper sich, okay, geh lieber schlafen, bevor du dich übergibst oder so. Sondern leg dich einfach kurz hin. Und deswegen mache ich nach dem Mittagessen eigentlich immer so eine kurze Pause, so eine kleine Döszeit. Und sonst klappt es eigentlich ganz gut, auch mit Übelkeit. Ich habe das erste Mal erbrochen. Das war nicht so schön, aber mein Körper ist zum Glück so, der zeigt mir das. Wenn ich wirklich erbrechen muss, dann habe ich genug Zeit, auf Toilette zu gehen. Die Übelkeit hält sich auch wirklich in Grenzen. Ich habe da wirklich Schlimmeres erwartet. Klar, da kann noch viel kommen und Club of Holz, dass ich bis jetzt so gut durchgehalten habe. Aber im Moment sieht es wirklich gut aus. Also heute habe ich wieder gar nichts. Es kommt immer darauf an, wenn ich morgens direkt frühstücke, dann geht es mir richtig gut. Und wenn ich dann morgens eher 2 Stunden noch schleifen lasse und irgendwas anderes mache, dann fängt es an, dass mein Körper mir einfach sagt, okay, du sollst jetzt was essen. Dann habe ich aufgeschrieben, dass ich öfters schlechte Laune habe. Das ist aber nicht mehr so. Das war so, oh ja, ich glaube so 6., 7. Woche, dass ich einfach richtig schlecht gelaunt war. Dann habe ich aufgeschrieben, dass ich auch in der 6., 7. Woche überhaupt keinen Bock auf Cola hatte. Ich habe sonst extrem Bock auf Cola und jetzt auch wieder. Also ich bin nicht so ein viel Cola-Trinker gewesen damals und wir ernähren uns auch eigentlich immer ganz gut mit viel Wasser trinken und so, aber ich habe das wirklich gemerkt, 6., 7. Woche, dass ich einfach überhaupt gar keinen Bock auf Cola hatte. Ich habe es nur gerochen und ich hatte überhaupt gar keine Lust. Und jetzt trinke ich immer so ein Glas am Tag, manchmal auch nur alle 3 Tage mal ein Glas, weil man ja nicht so viel darf wegen dem Koffein. Aber ich habe mich da belesen und was man darf und was nicht. Habe da auch meine Frauenärztin gefragt und ein Glas ist wohl in Ordnung. Denn was ich ganz schlimm hatte, was aber auch nur manchmal auftritt, ich habe Schmerzen beim Niesen. Wenn ich niese, dann tut mir mein ganzer Unterleib weh. Das fühlt sich an, als würde mein Baby rausfallen. Also es sind wirklich so dermaßen Unterleibkrämpfe, die einfach mal so 1 bis 2 Minuten anhalten, wenn ich genießt habe, genau. Dann, was ich ganz doll habe, ist der Zwang, Hände zu waschen. Das ist mir so extrem aufgefallen, dass ich mache irgendwas, also ich wasche meine Hände, mache dann irgendwas, brauche auch nur kurz was anfassen und habe danach direkt wieder den Zwang, mir die Hände nochmal zu waschen.
Ich hatte das vorher auch, also vor der Schwangerschaft, immer wenn ich das Gefühl hatte, meine Hände sind dreckig, musste ich sie waschen. Aber diesmal habe ich es wirklich so, also in der Schwangerschaft, dass ich wirklich dir meine Hände waschen muss. Ich muss sie ständig waschen und ich fasse nur kurz was an, bin kurz nur draußen und muss danach direkt wieder meine Hände waschen. Ja, dann, was mir noch aufgefallen ist, ich habe eine spürbare Gebärmutter. Die meisten Leute werden jetzt sagen, bla bla bla, du bist erst in der 10. Woche. Aber, ich merke meine Gebärmutter. Bei mir ist es so, ich bin super dünn und man hat ja eine Hüfte. Ja, Leute, wir haben eine Hüfte. Und die zwei Hüftknochen direkt an der Seite gucken bei mir raus. Und da ist dann eben eine gerade Linie. Also von Hüftknochen zu Hüftknochen ist eben so eine gerade Linie. Da ist kein Speck, da ist nichts. Und ja, wenn man da lang genug sozusagen im Unterleib sucht, findet man wirklich die Gebärmutter. Also es fühlt sich an wie so ein kleiner Knubbel, der da irgendwo rumschwirrt. Und für einige Leute, die das jetzt zu intim finden, weil sie einfach noch zu jung sind, beim Sex wirklich extrem. Ja, wir haben Sex, was absolut auch nicht, das spricht absolut nichts gegen. Und meine Freundin hat extra gesagt, bitte verzichte da nicht drauf. Weil es einfach nicht schlimm ist. Klar, man muss vorsichtiger sein, wenn man Schmerzen hat, dann sollte man aufhören oder eine andere Position, bla bla. Aber beim Sex ist es wirklich extrem, weil das eben nach oben gedrückt wird. Ist ja klar. Und da merkt man es wirklich immer extrem. Man sieht es sogar ein bisschen. Also ich habe auch letztes Mal gesagt, Schatz, halt mal deine Hand dahin, guck mal. Und er fand das auch total krass. Mag jetzt für einige wieder total krass sein und die Kommentare werde ich mir auch überhaupt gar nicht durchlesen. Beziehungsweise vielleicht sogar direkt blockieren. Also die Kommentare, dass wirklich keine Kommentare geschrieben werden, weil mich das einfach total nervt. Und genau, bevor ich darauf weiter darauf eingehe, das macht überhaupt gar keinen Sinn, mit euch darüber zu diskutieren. Danach, was das Letzte, was mir aufgefallen ist, ich bin super emotional. Ich heule bei jedem YouTube-Video, was irgendwie ein bisschen emotional ist. Oder ich heule sogar, wenn ich Fernsehen gucke und irgendwo was Schlimmes ist. Oder was Trauriges. Ich habe Anwälte im Einsatz auf RTL, nee, auf Sat.1 geguckt. Und da ist ein Mädchen aus dem Kummer erwacht. Ich habe geheult. Oder ich habe ein YouTube-Video über eine Geburt gesehen. Ich habe geheult. Es ist wirklich krass. Ich war vorher nie so, dass ich einfach so heule, aber jetzt, ich bin super emotional. Jede Schwangerschaft ist anders und jede Frau ist anders. Und ich finde es auch einfach, was ich gestern auf Instagram gemerkt habe, ich finde es einfach hirnlos, Kommentare zu schreiben zum Thema, du bist doch erst in der 10. Woche, da kann man noch gar nichts sehen, aber man war selber noch nie schwanger. Ja, man hat nie selber die Erfahrung gemacht. Merkt man was? Sieht man was? Wie fühlt sich das an, schwanger zu sein? Und schreibt dann Kommentare, wie zum Beispiel, man sieht doch erst in der 20. Woche was. In der 20. Woche, Leute, werde ich einen Luftballon sicher vor mir hertragen. Und ich bin einfach super dünn. Ihr habt meine Maße vorhin gehört. Und meine Frauenärztin meinte auch, dass mein Bauch schon komplett, also dass das Baby einfach schon Platz braucht. Das Baby ist jetzt ungefähr heute 2,5 Zentimeter groß. Und das ist ja was, was vorher nicht im Körper war und dadurch auch Platz braucht. Und 2,5 Zentimeter ist einfach schon so. Und das ist einfach viel. Und die Gebärmutter ist natürlich noch größer. Und das sieht man dann eben auch, wenn man so schlank ist. Ich habe ja gesagt, meine Hüftknochen, da war einfach immer eine gerade Linie und jetzt ist eben so ein Buckel. Damals habe ich immer, wenn ich eine volle Blase hatte, hat man es immer direkt gesehen, da sah ich immer direkt schwanger aus. Habe ich auch mal einmal auf Instagram gepostet, wo alle direkt dachten, oh mein Gott, die ist schwanger, weil ich einfach nur eine volle Blase hatte. Und ich habe gestern auch wieder, weil mich das einfach so ankotzt, ein Foto auf Instagram hochgeladen, wo ich eine volle Blase hatte. Und ich sah aus wie im 5., 6. Monat. So, meine Lieben. Ist jetzt nicht so eine gute Qualität, aber da hatte ich eine volle Blase und so sieht mein Bauch dann aus. Und ja, ich weiß nicht, warum man denn darüber diskutieren muss, dass man noch nichts zu sehen hat in der Zeit. Aber ich möchte da gar nicht mehr drüber sagen. Ich habe jetzt schon genug gelabert. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Und ihr könnt mir gerne mal eure Sachen und so in die Kommentare schreiben. Was habt ihr so in der Woche gemerkt? Vielleicht seid ihr sogar in der gleichen Woche. Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssi!